blanche, jaune, grise, une caleur, une froid. Warum musst du das so sagen, Johann? Kannst du das, das ist doch eigentlich so eine melodische Sprache, dieses Französisch. Ja, dieses, du musst das so, so melodisch sagen. Johann, okay, okay. Ist morgen ein Test, oder was? Nee, heute war ein Test. Heute war ein Test und jetzt lernst du die Vokabeln. Ja. Nein, ich habe heute alle Vokabeln geschafft. Ach so. Also, und jetzt die neuen. Ja. Okay, dann viel Erfolg weiterhin. So, mein Sohn lernt gerade Französisch, wie du schon gehört hast. Ein wunderschönes, herzliches Hallo! Ist dir was aufgefallen an mir? Ich sage nichts, ich gebe dir jetzt Zeit, okay? Du kannst unten in die Kommentare schreiben, was dir auffällt. 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, man sieht es. Ich hoffe, man sieht es. Ich bin wieder schokoladig. Seit langem. Ich habe ja jetzt wirklich jahrelang immer wieder weiter aufblondiert und auch echt oft vorgehabt, wieder irgendwie ein bisschen dunkler zu werden oder irgendwie, ja, nicht mehr ganz so hell oder noch heller zu werden. Und heute habe ich es doch wirklich jetzt wieder dunkler gemacht. Ja, meine Friseurin meinte, es wäre gar nicht dunkler. Also die Farbe wäre trotzdem noch blond, hat sie gesagt. Also von der Farbrange her. Sie hat da so eine Farbtabelle. Da ist das trotzdem noch blond. Ich finde, das sieht eigentlich schon sehr brünett aus, oder? Mein Ziel war es nämlich, wieder so auszusehen wie meine Kinder, weil ich finde ja, dass meine Kinder die schönste Haarfarbe haben, die man so, ja, haben kann. Das ist ja dieses wunderschöne Braun, also brünett. Und ich habe hier eben auch noch so ein paar Highlights drin. Das heißt, wenn ich die Haare auch wieder so locke, wie ich das sonst immer mache. Jetzt sind sie ja gerade doch sehr glatt, aber dann sieht man auch nochmal die Highlights ein bisschen besser. Ja, sag mir mal, steht mir das? Was sagst du dazu? Justus findet das nicht schön? Ich kann das ja gleich doch mal sagen. Nein, sagt er bestimmt nicht. Sagt er dir bestimmt nicht. Aber zu mir meinte er, also er fand das Blondierte irgendwie besser. Aber meine Kinder finden das toll. Also sie meinten, das sieht schön aus. Ich frag mal kurz Justus. Justus? Wer sind Sie? Sie sind aber eine attraktive junge Frau. Aber jetzt aber schnell kusch, bevor meine Ehefrau nach Hause kommt. Okay. Wie findest du es denn, Justus? Sag mal, ich habe eben schon gesagt, du findest es nicht schön. Nicht schön? Nee, wir haben ja uns darauf geeinigt, das ist Korean Style. Oh ja, ich bin total vom Korean Drama. Korean Drama. Korean Food, Korean Make-up, Korean Skincare. So, wie war das? Das Herz. Ja, und? Justus ist auch voll im ja, Korean. Ja, ich kenne das. Und das sieht halt doch nochmal ein bisschen mehr asiatisch aus, ne, als dieses Blonde. Aber du findest es jetzt schön in mir oder nicht? So zwischen Tür und Angel können wir nochmal kurz drüber also reden. Also ich finde es gut. ich habe eine Wahl. Es gut zu finden und ich finde es auch gut. Bitte füge mir keine Schmerzen zu. Justus, nur sag doch mal, warum findest du es denn nicht schön? Doch, ich finde es doch schön. Ich finde es sehr gut. Ich wollte schon immer mal eine brünette Frau haben. Jetzt habe ich sie. Es hat nur Zeitwandel, aber das ist es ja gerade. Ja. Okay. Okay, Justus ist heute ein bisschen. Hast du ein Tässchen zu viel Kaffee? Also ein Tässchen zu viel Kaffee? Ja. Ich habe diese Jacke draußen gefunden. Ja, das ist für Anastasia. Ja, aber sie möchte es nicht anziehen. Genau, das ist eine Wollwalk. Ja. Jacke. Du weißt ja, wie sehr ich hoffe. Nein, die darf man nicht waschen. Man kann sie schon waschen, aber nicht so, wie Justus sie wäscht. Wie bei 90 Grad? Ja, 90 Grad und dann noch trockener. Dann ist sie auf jeden Fall sauber. Gestern Abend habe ich ja für mich. Ja. Ein bisschen Herbstklamotten geshoppt. Und da waren so viele Pullover, die richtig schön waren, aber die waren irgendwie aus Kaschmir oder aus Wolle. Ja. Und dann dachte ich, also erstmal sind sie ja viel zu teuer. Und zweitens habe ich sie nur einmal an und dann, genau, und dann hat nicht mein Mann mehr. Das in der Wäsche. Ja, ich werde jetzt nicht die Was Sachen dann noch vorsortiert. Was ist orange? Zeig mal, Anastasia. Das ist orange. Ja. Und was ist das, Anastasia? Ja, aber was ist das für eine Frucht? Das ist ein Kürbis, ne? Kürbis, ja. Kürbis, ja, genau. Und ein Kürbis ist orange. Also sehr gut. Anastasia. Sehr gut. Ja. Orange. Oh. Anastasias Lieblingsfarbe ist orange. Das ist auch der Kürbis, den sie sich selbst ausgesucht hat. Perfekt zu dieser Jahreszeit jetzt. Ich habe die ausgesucht. So ausgesucht. Na, wir waren gestern auf dem Kürbishof. Ja, und der Hund hat auch einen ausgesucht. Monchi hat auch einen ausgesucht, hat heute schon einen. Komplett gegessen. Wir haben ja auf dem Kürbishof Zierkürbisse geholt und auch
Esskürbisse, also Hokkaido. Das ist hier unsere Auswahl. Ich zeig's dir mal kurz. Ja, da sind aber keine essbaren Kürbisse mit, also keine Hokkaido-Kürbisse mehr mit dabei. Die sind jetzt drin. Nee, genau. Ich zeig ja kurz. Also, ne, Zierkürbisse. Das sind alles Zierkürbisse. Außer es waren 3 Hokkaido und er hat sich aus diesem ganzen Wurst hat er sich ein orangen Hokkaido geholt und hat den genüsslich da verzehrt. Das ist schon krass, dass er sich genau den Essbaren raussucht. Ne? Also irgendwie riecht er das. Und er war wirklich gut eine Stunde damit unterwegs. Ne? Und dann hat er ihn gegessen. Vollständig. Ja. Aber ein paar, also meine habe ich noch gerettet. Achso, hier sieht man ja sogar noch hier seine, seine Hinterlassenschaften, seine Reste. Aber ich habe direkt gegoogelt, so wie man das als gute Hundemama macht. Dürfen Hunde Hokkaido-Kürbis essen? Ja, es sind sogar Vitaminbomben für sie. Also war alles aber okay. An Bananen reicht das nicht ran. Ne? Nee, Banane liebt er auch. Er ist ein richtiger Vegetarier. Ja. Äpfel isst er auch total gerne. Äpfel, Bananen und Kirschen. Aber Kirschen hat er sich mal so überfressen, dann muss er das wieder von sich geben. Das ist ein vegetarischer Hund. Schau ihn dir an. Ist ja nicht süß. Aber ich zeig dir erstmal meine Hokkaido-Kürbisse dran hatte. Alle, die mich schon etwas länger verfolgen, wissen, dass ich einen absoluten Lieblingskürbis habe. Habe ich aber auch selber erst seit 2-3 Jahren, glaube ich, für mich entdeckt. Und zwar ist es nicht der allseits bekannte normale orangene Hokkaido-Kürbis, sondern es ist der grüne Hokkaido-Kürbis. Ja, den gibt es auch in grün. Habe ich auf dem Kürbishof entdeckt, beziehungsweise der Verkäufer hat ihn mir nahegelegt, den doch mal zu probieren, weil er viel leckerer sein soll als der orangene. Und ich muss sagen, er schmeckt wirklich besser. Also er schmeckt jetzt nicht total anders, so wie dieser Butternut und dieser Spaghetti-Kürbis und was da nicht noch alles gibt. Sondern er schmeckt eigentlich genauso wie der Hokkaido, nur leckerer. Also, falls du den siehst, probier den unbedingt. Der ist ansonsten genauso wie der normale Hokkaido, der orangene, nämlich so, dass du ihn nicht schälen musst. Und ansonsten mache ich auch damit alles, was ich sonst mit dem orangenen machen würde. Also Kürbissuppe, Kürbiseintopf, gefüllter Kürbis, Kürbisbrot. Kürbisbrot werde ich jetzt wieder als nächstes machen. Ich freue mich so sehr drauf. Ja, du weißt, ich bin ein ganz, ganz großer Kürbis-Fan. Aber jetzt mache ich gerade was anderes. Eigentlich will ich das gar nicht zeigen. Meine Küche sieht gerade so aus. Ja, so sieht das immer aus, wenn ich gebacken habe. Und zwar habe ich ein Himbeer-Tiramisu gemacht. Das ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt quasi nur noch die Zierde oben. Guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe also Himbeeren einmal geschreddert, gemixt. Und dann habe ich den Saft ausgedrückt, sodass nur noch die Kerne übrig sind. Die brauchen wir nämlich nicht da drin. Und dann habe ich noch Quark, Mascarpone gemischt, den Löffelbiskuit natürlich mit reingemacht und dann geschichtet. Der ist auch komplett ohne Koffein, das war mir wichtig, ohne Alkohol natürlich, damit wir ihn als Familie komplett auch essen können. Und jetzt fehlt nur noch wirklich die Zierde oben, die mache ich jetzt mit diesen Himbeeren. Die hat Justus gerade eben nochmal extra geholt für mich. Eigentlich wollten wir ja Himbeeren pflücken gehen. Ich habe es echt jede Woche vor und jede Woche hat es bisher nicht geklappt. Ich hoffe, das reicht zur Zierde. Ich hole mal kurz mein Tiramisu. Oh, ich habe natürlich schon probiert und die Creme ist einfach so lecker, selbst gemacht mit Himbeer, ja, wie nennt man das, Himbeersaft, könnte man das nennen. Guck mal, so sieht der aus gerade. Getränkt habe ich ihn in Kakao. Und jetzt mache ich nur noch die Himbeeren drüber. Achso, nee, erstmal Kakao noch drüber streuen, damit es hübsch aussieht. Das Rezept verlinke ich dir unten in der Infobox. Ist frei zugänglich, deswegen kann ich das verlinken. Und es ist so einfach und schnell gemacht. Okay, ein feinerer Sieb wäre besser. Und jetzt drapiere ich noch die Himbeeren drauf. Ich hoffe, die reichen. Ansonsten habe ich noch eine kleine Packung. Aber Anastasia wollte auch noch welche essen. Ansonsten bin ich schon total so im Herbst. Also mit der Frisur jetzt auch, mit der Haarfarbe, diesen dunklen. Kürbisse, Kürbishof, überall Kürbis. Ich habe auch schon meine warmen Klamotten wieder ausgepackt. Schreib mir mal, was du mit deinen Kürbissen machst. Also welche Gerichte. Das ist hier bei mir so, mache ich am Wochenende nochmal. Da erwarten wir nämlich Besuch von unseren Freunden. Drapiere ich jetzt einfach mal überall. Und dann ist das Tiramisu auch schon fertig. Achso, auf Halloween freuen wir uns übrigens auch schon total. Früher waren wir ja noch überhaupt nicht für Halloween, haben das gar nicht gefeiert. Und jetzt mittlerweile sogar Justus und ich freuen uns drauf.
Ach, dann muss ich noch Kostüme besorgen. Wollen dieses Mal so ein Familienkostüm machen. Auch mit Mochi. Oben wäscht die Wäsche. Was ist das denn hier für eine Himbeere? Guck mal. Hat so zwei Popos. Aus. Wow, ich finde das hübsch. Ich stelle das jetzt nochmal in den Kühlschrank. Ja, auch so eins. Was möchtest du denn? Die Stifte nicht. Das ist Kreide, Anastasia. Hier auch. So die habe ich zum Geburtstag gekriegt. Hier auch so eins. Und jetzt die Einweihung. Ups. Ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Kann man bestimmt wieder reinmachen. Hoffe ich. Yep. So, Anastasia, jetzt können wir auf den Steinen malen. Wo wollt ihr malen? Ja, genau. Hey, ah. Geht doch nicht ran. Ja. Kriegst du es auf? Ja. Pass auf, was geht auf. Der Walkie-Talkie. Ach, er hat schon mit so einem Stein versucht zu malen. Das, ja. Sehr schön, oder? Ja. Hat sich Papi bestimmt gefreut. Nein, hat er nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Okay. Anastasia, guck mal. Ja, jetzt kannst du hier so einen Stift holen. Warte. Ein Regenbogen zu malen macht viel mehr Spaß, als einen Stein zu malen. Ich will auch so ein. Ja, Anastasia, ich nehme dir mal so ein. Eine Farbe kannst du dir aussuchen. Ich gehe weiche. Das ist nicht weiß. Das ist nicht weiß, Anastasia. Was ist das? Das ist hellblau, ne? Ja. Manche Farben sind auch schwierig zu erkennen. Das ist weiß. Ja, sieht und irgendwie fast wie weiß. Pink. Ich mache pink. Das ist pink. Ja, das ist pink. Da freue ich mich, wenn es hier so ein bisschen bunter wird. Und jetzt brauche ich gelb. Gelb brauchst du noch, ja. Ich male hier, ja? Ja, mach das. Komm mal in meine Nase putzen. Wow, nochmal. Super gemacht. Fertig. Ganz toll. Machst du das? Das ist nicht schlimm, dass alles, was ich hier gemacht habe. Das kann man ja noch. Das ist lila. Ja, lila. Das ist lila. Ich erzähl alles. Clara kommt ja gerade nach Hause. Okay, ja. Das ist das erste Mal neue Gruppe. Von der Reitergruppe. Okay. Also, ja, am Anfang musste ich erst mal ein anderes Pony putzen, weil Manni von jemand anderem geritten wurde. Dann habe ich da kurz zugeguckt und da hatte so eine so diese schönen Pferde mit dieser schönen Mähne. Mhm. Diese schöne Farbe. Ach so, diese... Ganz großen. Wie heißen die denn mal? Fjord. Oh mein Gott. Die sind so gut reiten. Ja, die sind so schön. Halt, ja, ne? Und die sind so groß. Wenn sie so groß dann muss ich schon echt gut reiten. Am Ende war es irgendwie, das Pferd ist die ganze Zeit stehen geblieben oder hat überholt oder so. Also, was lernen wir daraus? Schönheit bedeutet nicht. Nee, Größe bedeutet nicht. Dass wir lieber sind. Also, um mir jetzt zu erinnern. Wir waren irgendwie schon 5 oder 6, oder? Aber geritten dürfen wir immer ganz vorne. Ja, desto besser man ist, desto. Weiter vorne. Ja. Ja, es gab 4 vor mir, oder? Ja. 3 vor mir. Also wir waren doch. Das ist wichtig. Wir waren 7. Also, okay. Nein, ja. Wir waren. Sechs. Wir sind erstmal getrabt. Das habe ich sehr gut hinbekommen. Ich bin dann extra in die Ecken geritten, damit ich keinen schlechten Eindruck hinterlasse. Am Ende des Unterrichts hat die Reitlehrerin gesagt, dass ich eigentlich zu einer besseren Gruppe wechseln sollte. Okay, ist ja cool. Das hat aber sie zu mir gesagt. Eigentlich muss ich das erzählen. Okay, das finde ich jetzt unfair von dir. Hä? Aber cool, also das heißt, sollte doch lieber Level Up jetzt machen. Genau, also wir bleiben jetzt erstmal in der Gruppe. Also ihr bleibt jetzt erstmal in der Gruppe. Genau, also sie hat gesagt, Clara kann jetzt gerne da mitmachen, so wenn sie möchte. Und sie möchte ja unbedingt bei der Gruppe mitmachen. Sie hat aber gesagt, eigentlich könnte sie eine Gruppe höher wechseln. Aber dass sie sich ja noch nicht so gut kennen auch, ne, dass Clara sich auch erstmal an die Lehrerin gewöhnt. Und ja, es wäre natürlich gut, weil je höher die Gruppe,
ist so ruhiger. Ja, sie hat auch gesagt, dass man manche Kinder so ein bisschen schubsen muss, da in die richtige Richtung. Mhm. Aber wie gesagt, also der Wechsel ist jetzt nicht irgendwann, sondern kann man quasi jederzeit dann machen. Also sie soll das jetzt erstmal... Okay, soll sie erstmal zwei Runden machen und dann bei dritten Runden. Ja, ich verstehe. Nächstes Mal, okay. Lara ist ja extrem strebsam, ne? Und wir sind ja auch immer so dabei, fördern. Aber die Reitlehrerin, wenn sie das schon selbst so anspricht... Ja, wir wissen ja von dieser... Okay, das war sehr sick. Ja, wir haben ja vom Pferd nicht so viel Ahnung, deshalb dachte ich. Ja, aber ich war auch schon sehr beeindruckt. Ne? Ich war ja jetzt da eine Stunde lang oder länger sogar, um dazu zu gucken. Und ich fand das toll. Wie lange? Ja, ich habe mich schon gewundert. Oh, das war super lang. Zwei Stunden hat er gedauert. Natürlich mit Pferd vorbereiten, putzen und dann wieder zum Schluss wieder putzen. Aber eine hat auch ihr Pferd am Anfang irgendwie nicht bekommen. Die musste es übernehmen, aber hat es nicht bekommen. Okay. Okay, musst du dir ein bisschen warten. Ah, das, okay, das heißt, es geht dann jetzt nicht eine Stunde, weil ich dich ja halbe Stunde später habe ich dich hingeschickt. Ja. Und du hast dann noch eine anderthalb Stunde mehr verbracht. Ja, ja. Ja. Okay, ich konnte richtig lange zugucken. Und toll, ich freue mich für Clara, dass sie Spaß hatte. Ja. Und dann direkt so ein Lob von der Lehrerin zu bekommen. Ja, vor allem, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das jetzt mit dem Gruppenunterricht. Das war ja immer so ein Problem, dass man da nicht. Das ist halt in der kleinen Gruppe. Also Clara hat nach wie vor Einzelunterricht, einmal pro Woche. Ja. Und zusätzlich kommt eben noch das Gruppenunterricht. Jetzt aber so sehen stolze Eltern aus. Ja, schon und krass. So sieht eine Brünette aus. Ja, eigentlich, weil wir eigentlich, wir können sie ja überhaupt nicht fördern. Also wir können nur sie dahin bringen, aber wir können nicht sagen, mach das mal und mach mal das. Ja, oder da haben wir einfach keine Ahnung. Also, ja, okay, aber ich finde, bisher haben wir es trotzdem richtig gut gemacht. Ja. Findest du nicht? Ja, wir haben es super toll gemacht. Ja, ich finde auch. Ohne uns wäre das alles nicht möglich. Ja, genau. Ja, ohne uns ist das ja möglich. Warte mal, okay. Nein. Aber wir fahren hin. Ja. Wir können nicht sagen, dass Clara wir haben die Hand hingefahren. Ja. Und deshalb haben wir... Und Clara hat jetzt gerade auch wieder, hat sie mir im Auto gesagt, sie möchte gerne nochmal ein Reitabzeichen machen. Das heißt, da sind wir dann auch wieder dabei, ne? Da muss ja richtig springen und was, ne? Ja? Nee. Ich weiß nicht. Doch, ich glaube schon. Kabalettis oder so. Ja, ich glaube, als nächstes musst du schon ein bisschen. Kannst ja mal. Aber dann bekomme ich auch einen Kurs, glaube ich, wenn man wirklich springen muss. Kannst ja mal deine Lehrerin fragen. Ja. Ne? Kannst du auch schon direkt ansprechen, dass du gerne das nächste Reitabzeichen machen möchtest und was du dafür trainieren musst. Kann sie dich darauf vorbereiten. Ach so, apropos Pferde. Ich brauche auch eine neue Kutsche. Für was? Mit ganz viel Pferdestärken. Oh ja, das besprechen wir heute nicht mehr. Das ist, aber ich heute brauche nicht ein Auto. Mehr. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.